Yo Leute, da sind wir wieder zurück zu Let's Play Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2. In der letzten Folge haben wir das Intro gesehen und wir konnten einen kleinen Kampf mit Sakura bestreiten. Und jetzt sind wir dabei, dem Kakashi-Sensei ordentlich eine reinzuballern. Ich bin gerade übrigens im Menü, falls es jemandem aufgefallen ist. Direkt von Anfang des Let's Plays im Menü. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, wir haben hier Mitglieder überprüfen. Ich wollte kurz das Menü anschauen. Da hat man die Freundschaftspunkte. Und die Leute, die wir kennen jetzt erstmal Tsunade, Sakura und Kakashi. Tsunade. Ich frage mich übrigens, wie die mit Nachnamen heißt. Das, ist die nicht dann auch Senju? Ist sie nicht eine vom Senju-Clan? Naja, da haben wir unsere Items. Da gibt es Kampf, Item, Materialien und wertvoll. Ja, hier haben wir ein Bento und ich weiß, dass es kacke ist, ich werde aber ein Bento anwenden. Dürfte mich doch jetzt geheilt haben, oder? Ich wollte es eigentlich nur... Nein, hat mich gar nicht geheilt. Oh, dann war es nur bei Ninja Storm 3 so. Anyway, wir können trotzdem so in den Kampf gehen gegen Kakashi. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Grafik von diesem Spiel unglaublich geil. Die Umgebung sieht aus wie Anime, ist aber trotzdem Cell-Shading. Und, also nicht die Umgebung, sondern das Spiel an sich. Deswegen, ich finde es echt cool. Für ein Naruto-Spiel optimalst. Immer schön alles untersuchen. Hier können wir dann speichern, theoretisch. Machen wir jetzt aber nicht. Und wir begeben uns direkt in den Kampf mit Kakashi. Klar bin ich bereit. Ach, ich soll unbedingt die Briefbombe reinmachen, weil die auch so toll ist. Die brauchen wir auch ganz dringend. Machen wir noch die Schnellrennenpille. So, dann ist die Sakura zufrieden. Also gut, los geht's. Naruto-kun. Naruto-kun. すみません、お待たせしました。準備はできたが2人とも。はい。ま、ルールは3年前と同じ。この俺から鈴を奪い取るだけ。もちろん俺を倒すつもりで来ないと鈴を奪うことはできないからな。んなの分かってるってばよ。それよりさっさと始めようぜ。 Jo, los geht's, der Battle gegen Kakashi. Das geht ja hier rasant zu. Die Situation spitzt sich zu. Wir haben als Support-Charakter Sakura, die wir auch brauchen werden. In diesem Battle zumindest. Ich finde, Sakura ist mit einer der schrecklichsten Charaktere aus dem Anime, aber ja, egal. Yo, und er packt natürlich gleich seinen Sharingan aus. Ja, Sharingan. Sharingan. Ich werde ihn ordentlich einheizen. So. Normalerweise müsste man da Dings können, ausweichen können. Aber ich habe eh keinen Damage gekriegt. Ah, jetzt kommen die Dinger, die weiß ich leider nicht mehr auswendig. Und ich verwechsle immer bei Xbox Y und X. Ich werde mein Bestes geben. Haha, das war ja sonderlich schwer. Oh, ich muss aufpassen, dass ich keine Scheiße drücke. Aua! Ah! Ah, gerade noch so hat's geklappt.
Ich wusste nicht, ob mit L und R und L komme ich gar nicht zurecht hier bei Xbox. Mein PlayStation kennen. Ja, ich würde sagen, ganz schön mächtiger Schlag. So. Und wenn er dieses Jutsu macht, das hier Raikiri, dann müssen wir auf einer Plattform stehen, da das Wasser natürlich elektrifizierend ist. Oh oh, da hat er einen Treffer gelandet. Und da ich nicht. So, auf geht's. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie man bei Xbox ausweicht und so, aber normalerweise. Boah. Ich finde trotzdem, dass der Kampf entsprechend eigentlich in Ordnung ist. Und drauf! Ja, dann hätten wir ihn soweit. Jetzt geht's weiter. Boah, das ist so ein bisschen nervig. Und auf geht's! Naja, da bin ich nicht so gut. Oh, sieht man schon. Im Knöpfe smashen. Ja, trotzdem haben wir volle Punktzahl. Und das ist die Hauptsache am Ende. Ich wusste, dass ich hier B smashen muss. Na, am Ende bin ich doch durch den Kakashi-Kampf gekommen, ohne HP zu verlieren. Oder zumindest wurden die wieder geheilt. Geschafft. Yo! Den Kakashi-Kampf, den haben wir abgeschlossen. Was haben wir bekommen? 100 HP, erzielte Rate, ja, ganz okay. Und Rang S! Abtrünniger Ninja! Ich mag das Wort Ninja nicht. Ich finde, Shinobi klingt viel besser. Aber das ist vielleicht einfach nur eine Ansichtssache von mir. Ich persönlich fand übrigens den Kampf Kakashi gegen Naruto und Sakura im Anime auch ganz cool, war so ein cooles Feature. Und auch hier im Spiel hat es sehr gut umgesetzt worden, finde ich. Yuri, Yuri. Masaka omae tachi ga kokomade yaru to wa na. Ore tte ba Kakashi-sensei oikoshichatta kamo ne. Nante no yo, erasou ni. 俺の想像を超えるとは全く。7。かかし先生から鈴奪。ああ。合格だ。これからはまた第7班として任務に入る。やった。今後のことは別の日に説明する。それじゃあ俺はこれにてドン。 やっ、え?
これから頑張るぞ。ナルト、改めてこれからもよろしくね。おう。Yo, Folge 2 ist leider auch schon bald vorbei, sehe ich gerade an der Minutenanzeige. Aber wir haben endlich den Prolog, Narutos Heimkehr beendet, in 2 Folgen. Also auch immer so lustig, Anleitung zum Sieg, Ninja-Moves beherrschen. Du bewegst dich mit Analogstick links und springst mit A. You don't say. Ja, alles klar. So, dann geht's jetzt gleich zur Villa. Wir müssen nämlich zurück zu Lady Hokage. Oh, da will ich doch gar nicht hin. Um Gottes Willen, ich will eigentlich alles plündern, mehr nicht. Wo die Raben sind, sind dann auch manchmal Items, wie ihr sehen könnt. Sojabohnen. Und so weiter und so fort. Hund, geh weg. Keiner will nicht, Hund. Der Hund. Der Hund. Gehen wir doch einfach mal weiter. Gucken, was da hinten noch kommt in Konoha. Ach ja, übrigens, man kann diese Statuen anlabern. Und bekommt dann irgendwie vorübergehend Glück. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was es macht. Speichern werden wir jetzt auch einmal. Ja, ich möchte speichern. Ja, bitte, bitte speichern einmal. Speichern Sie einfach einmal. Nee, was? Oder? Wir machen nicht mit. So, dann gucken wir doch einfach mal, was sich da drinne so für Aufgaben jetzt für uns aufgetan haben. In Konoha! Ultimatives Dorf. Kann ja schön durch die Gegend jumpen, aber jetzt gerade... Ist mir nicht nachspringen. Ich bin unlustig, ich weiß. Ah, da ist auch wieder so eine Sache. Normalerweise, wenn da so Papiere sind, können wir auch Items aufheben. Ich möchte mal fix gucken, ob hier irgendwas hinten ist. Naja, auf jeden Fall hoffe ich, dass wir jetzt gleich jemanden treffen, bei dem ich euch zeigen kann, wie ein Quest aussieht. In dieses Papier. So, so schon mal nicht. Offenbar hat Ichirakus Nudelhaus noch zu. Komm in das Seil. Ja. Wir folgen dem Pfeil immer weiter, ja? Mach doch einfach weiter. Ja, der Gipfel der mit den Gesichtern der Kages, der Hokages, der 4, ich glaube mittlerweile 5, seit Naruto wieder im Dorf ist. Da ist Lady Tsunade auch oben angezeigt. Ja, ihr Gesicht, du. Dein Gesicht ist aus Stein und so, ne? So. Alles immer schön plündern. Ich bin hier quasi so fürs Plündern zuständig. Ja, und fürs dumm Rumlatschen. Ist irgendwas auf dem Dach? Immer schön ausprobieren. Nein, da waren wir, glaube ich, letzten Part schon. Ist egal. Oder vorletzten. Ich weiß es nicht. So, gehen wir da rein. Und der Ladebalken ist immer recht kurz, was ich gut finde. So, sprechen wir doch mal mit Lady Tsunade. Der Ausrufe, das Ausrufezeichen bedeutet immer, hier geht die Story weiter. Großmutter Tsunade. So, jetzt können wir hier eine Mission annehmen. Ja, wir nehmen die Mission mal an, die gucken wir uns gleich dann an. So. In Ordnung, bla bla bla. Ja, und wie gesagt, Leute, das war der 2. Part. Im nächsten Part kümmern wir uns dann um den Auftrag, den wir angenommen haben. Den schauen wir uns dann auch genauer an. Ach genau, hier kann man noch ein paar Sachen runterwerfen und Items finden. Ja, Leute, dann kommen wir doch mal, da die Folge sich zu dem Ende zuneigt, zur Zuschauerfrage des Tages. Meine heutige Zuschauerfrage an euch lautet...
Welchen Hokage der fünf verschiedenen, also der fünf Hokages, die es bisher gab, fandet ihr am coolsten und warum? Ist es der Shodaime, der erste Hokage, der Nidaime, das ist der zweite Hokage, Tobirama übrigens, der erste ist Hashirama. Der dritte war ja der Hiruzen Sarutobi, der auch gestorben ist, gegen Orochimaru gekämpft hat. Und der vierte, der Yondaime Hokage, der Minato Namikaze, der den neunschwänzigen Demon Fox in Naruto verbannt hat. Und natürlich hier Tsunade, die fünfte Hokage und die Großtochter, Enkeltochter, genau, Enkeltochter des ersten Hokage. Welchen Hokage findet ihr also am besten? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin Belias LP, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.